like he was putting the whistle to his lips and then retreated. Final ball into the box has to come now. And it's flipped into the back of the net! Beyond the five added minutes! Augsburg concede late again for the second game in succession. Und mit diesem Last-Minute-Comeback starten wir rein in die Oster-Weekly und damit herzlich willkommen zur neuen Weekly Wolves vor dem Spiel am Sonntag gegen Gladbach. Und auch heute haben wir wieder allerhand mit euch vor und wir bleiben erstmal beim vergangenen Spieltag, denn der stand unter einem besonderen Motto und zwar Hand in Hand für Werk und Verein. Freude ist super riesig, so eine Chance hat man nur einmal im Leben und ich bin super happy. War sehr schöne Erfahrung auf jeden Fall. Faszinierende Stimmung, einmalige Erfahrung, vielen Dank dafür. Jetzt geht's am Sonntag nach Gladbach und das ist ein Duell der direkten Tabellennachbarn. Wir sind aktuell 9., Gladbach 10. Wir haben allerdings 7 Zähler mehr auf dem Konto. Und viel mehr Fakten zum Spiel kommen jetzt für euch. Nach dem Osterbrunch gibt es Bundesliga und zwar bei unserem Lieblingsgegner. Denn gegen keinen Verein holten unsere Wölfe mehr Siege und Punkte als gegen Borussia Mönchengladbach. In 46 Spielen gab es 22 Siege, 10 Unentschieden und 14 Niederlagen. Und auch vor dem Aufeinandertreffen am 27. Spieltag sehen die Vorzeichen ganz gut aus. Während die Wölfe seit 5 Spielen ungeschlagen sind, gab es für die Fohlen nur einen Sieg aus den vergangenen 8 Spielen. Schlimmer noch, in den vergangenen 5 Spielen gelangen der Borussia nur 2 Tore. Das könnte auch an der Ladehemmung des Gladbacher Top-Torschützen liegen. Mit 12 Toren ist Markus Thüram zwar immer noch Torjäger Nummer 1 der Fohlen, jedoch konnte er seit dem 15. Spieltag nur 2-mal netzen. Eine besondere Schwäche der aktuellen Spielzeit sind sowohl Flanken als auch deren Verwertung. Kein Team der Liga schlägt weniger Bälle in den gegnerischen Strafraum. Aber Vorsicht, wenn sie den Ball erobern, geht es meistens blitzschnell. Nur 2 Teams erzielten mehr Tore nach Kontern als die Fohlen. Bleibt abzuwarten, welches Team am Ende weniger Eier im Nest liegen hat. Kili Fischer hat in der vergangenen Woche die kleinen Patientinnen und Patienten auf den Kinderstationen im Klinikum Wolfsburg und in der Kinder- und Jugendklinik und Psychosomatik besucht. Dabei sorgte der Besuch bei den Kids für strahlende Augen. Unsere Nummer 2 hatte nämlich auch einige Ostergeschenke dabei und nahm sich viel Zeit für Fotos und Autogramme. Die Mädels sind derzeit bei ihren Nationalmannschaften. Dennoch gibt es Transfer-News vom Elsterweg. Die 20-jährige Schweizer Nationalspielerin Riola Shemaili kommt im Sommer an die Aller. Sie gilt als eines der größten Talente ihres Landes, kommt vom SC Freiburg und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Wir sagen Grüezi Riola. Und hinten raus haben wir noch ein ganz, ganz wichtiges und besonderes Thema für euch. Und zwar spielt unsere U17 am Ostermontag. 13.15 Uhr ist Anschluss im AOK-Stadion. Das Rückspiel im Halbfinale um den Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft. Das Hinspiel ist ganz, ganz knapp mit 4:3 ausgegangen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Also die haben minimal die Nase vorn. Unsere Jungs sind aber heiß auf dieses Rückspiel und wollen den Finaleinzug auf jeden Fall klar machen. 13.15 Uhr ist Anstoß. Der Eintritt ist frei. Also Ostermontag allesamt ins AOK-Stadion. Wir gehen raus mit ein paar Bildern und Eindrücken vom Hinspiel. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Schöne Ostern euch allen da draußen. Euer Felix. Wir wollen das mit aller Macht. Das sind wir. Das ist der VfL Wolfsburg. Harte Arbeit, ehrliche Arbeit. Ja, wir sind die beste Mannschaft.